Ein Blasensprung zum Ende der Schwangerschaft kann dir natürlich jederzeit und überall passieren. Aber erstmal Entwarnung, meistens passiert es doch im Schlaf und dann zu Hause in der Nacht. Du wirst es auf jeden Fall mitkriegen, denn es ist wirklich reichlich weißes oder auch rosafarbenes Wasser. Ist es gelblich, solltet ihr euch umgehend auf den Weg in die Klinik machen. Und der Geruch ist auch ein Geruch, der dir in der Regel nicht bekannt ist. Von daher Entwarnung, Fruchtwasser bekommt man mit. Du solltest vorher von deiner Hebamme oder deinem Gynäkologen erfahren, ob das Köpfchen schon richtig im Becken ist und fest sitzt. Ist es nicht der Fall, solltet ihr einen Liegentransport bevorzugen. Das heißt, dein Mann oder du, ihr ruft einen Krankenwagen, der dich liegend in die Klinik bringt. Wenn das Köpfchen fest ist, könnt ihr ganz entspannt mit dem Auto in die Klinik fahren. Dann solltet ihr auf jeden Fall daran denken, etwas auf den Sitz zu legen, um den Sitz zu schonen. Eine Mülltüte und ein dickes Handtuch oder auch eine Inkontinenzunterlage. Das solltet ihr natürlich auch tun, wenn ihr nur mit Wehen in die Klinik fahrt, denn es könnte natürlich sein, dass euch die Fruchtblase im Auto springt. Und dann soll das Auto natürlich auch sauber bleiben.